Moin aus Kiel. Von der Kilux. Ich bin der Stefan von eGroupware und ich möchte euch heute etwas erzählen über eGroupware auf einem Univention Corporate Server. Kurz zur eGroupware. Wir haben da einen Slogan: Smart Online Office. Smart, weil da eine gewisse Intelligenz ist, online, weil es eine Webanwendung ist und auf allen Plattformen verfügbar ist. Und Office, weil wir ein komplettes digitales Büro im Webbrowser anbieten können und wollen. Das kurz zu dem Slogan Smart Online Office. Die eGroupware GmbH, für die ich als Community Manager in der Hauptsache tätig bin und zum Beispiel eben diese Vorträge hier halte oder die Stände betreue, das Community Forum betreue. Wir sitzen in Kaiserslautern. Entwickeln und vertreiben eGroupware selber als Produkt und bieten das als SaaS-Lösung an, on-premises, gleichzeitig mit Collabora Online, Rocket Chat auch als SaaS-Lösung und wir sind auch Reseller für Collabora Online-Lizenzen, arbeiten mit Playstell zusammen für die Telefonie, bieten auch Versionen an mit erweiterten Funktionen, bieten Support an, Organisationsberatung etc. Wir wollen uns heute einen Überblick verschaffen über eGroupware selber. Dann schauen wir mal, was ist ein Univention UCS? Wie installiere ich eGroupware auf UCS? Warum verwenden wir Docker auf UCS? Wie sehen da die Schnittstellen zwischen den Anwendungen oder der Anwendung eGroupware und eben UCS aus? Was für ein Benefit hat diese Integration? Wir schauen aber auch mal, was für Alternativen habe ich beim Betrieb und Installation? Und wo gibt es Infos her, weiterführende Infos? Für Fragen dürfte hinterher auch noch ein bisschen Zeit sein und live werden wir hier im Vortrag jetzt nicht viel machen. Dazu kann ich euch an unseren Stand bitten, da kann ich auch gerne mal vor Ort ein bisschen was zeigen. Erstmal ein Überblick über eGroupware. eGroupware ist eine Groupware-Lösung erstmal mit klassisch E-Mail, Infolog, das sind Aufgaben, Notizen und so weiter, Kalender und Kontakte. Wir haben das Ganze erweitert insgesamt um Dateimanagement inklusive File-Sharing. Wir haben einen Projektmanager da drin mit Gantt-Chart und so weiter. Wir haben eine Zeiterfassung im Sinne von Stundenzetteln, eine Ressourcenverwaltung. Wir haben ein Ticketsystem integriert. Dann gibt es Smallpart, das ist ein Tool, um videogestützt zu lehren und zu lernen. Wir haben ein Kanban-Modul eingebaut, was sich integriert in das Gesamtsystem und somit auch die anderen Module mitnutzt. Wir haben verschiedene Tools fürs Wissensmanagement. Wir haben integriert Videokonferenzen, einmal wir können Jitsi nutzen, wir können BigBlueButton nutzen. Wir haben CTI-Integration, wir können also Telefonanlagen einbinden mit mehr oder weniger Funktionalität, das was die Schnittstellen so hergeben. Wir haben integriert Guacamole für Remote Desktop, um zum Beispiel Homeoffice-Leute besser bedienen zu können mit einem Arbeitsplatz zu Hause. Wir haben Rocket Chat für Chat integriert, Collabora Online als Online-Office und letztendlich bleibt auch immer noch die Möglichkeit, eigene Anwendungen auf Basis von eGroupware zu entwickeln. Univention UCS. Erstmal zur Univention GmbH. Das ist unser Partner, sitzt in Bremen, haben jetzt auch 20-jähriges Jubiläum gehabt oder haben. Verschreiben sich Open Source Software. Inklusive der Software, auch, aber auch vom ganzen Umfeld. Sie konzentrieren sich auf das Management digitaler Identitäten und die Integration von IT-Anwendungen. Das beides werden wir gleich im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen im Detail sehen. Wir haben letztendlich zwei Produkte in der Hauptsache, außer der Dienstleistung, ist der Univention Corporate Server, abgekürzt eben UCS, und darauf basiert eben UCS at School. Das sind so die beiden Hauptprodukte. Ich habe auch mal unten einen Link reingestellt für die Stellenangebote. Univention sucht auch immer Leute. Der Univention Corporate Server selber, das ist so das Kernprodukt.
von Univention und darauf basiert eben das UCS at School. Es basiert auf dem UCS bzw. erweitert ihm um Funktionen, die eben für den Schulbetrieb, Schulorganisation notwendig sind. Das Ganze ist Debian basiert als Basisdistribution und in der Hauptsache wird angeboten Identity und Access Management, aber dann eben darauf aufbauend auch Services für Windows, also über Samba werden auch Druckservices angeboten, Datei-, Dokumenten-Services und so weiter. Kleiner Link zu den Funktionen unten auch auf den Folien. Die Folien selber werde ich auch hinterher als Handout rausgeben. Die Sachen sind alle verlinkt, da kann man sich dann mal so durchklicken. Da empfehle ich den Vortrag von gestern, von Philipp. Der wird dann die Tage auch als Video online sein. Er hat auch schon mal was erzählt über Univention, über den UCS und was da so passiert. Ganz viel Historie, ein sehr interessanter Vortrag. Den würde ich empfehlen, auch nochmal zu schauen, um mehr über Univention und auch den UCS selber zu erfahren. Dann vom letzten Univention Summit gibt es auch noch einige Videos auf YouTube, auch empfehlenswert von Univention selber und auch Partnern sind das Vorträge. Da kann man eine Menge über die Firma, über die DNA der Firma und auch die Produkte erfahren. Es gibt ein UCS App Center. Das heißt, ich habe ein Tool, um auf diesem Server Anwendungen zu installieren. Erstmal kann man auf der Webseite von Univention das App Center durchsuchen, sich die Anwendungen anschauen, die Beschreibungen und so weiter. Wenn man ein UCS installiert hat, installiert man darauf über den UCS App Center weitere Anwendungen. Die Anwendungen werden dann auf dem Server installiert, aber eben auch gleichzeitig integriert. Das heißt, angebunden ans Identity Management und so diverse andere Möglichkeiten, wie ich das integriere in einen UCS. In dem App Center selber gibt es auch zu den einzelnen Anwendungen Beschreibungen, teilweise recht ausführlich. Die Kontaktdaten, wie sieht das aus mit der Lizenzierung, wie sehen die Support-Optionen aus. Unten auch der Link zu eGroupware im App Center. Kann ich empfehlen, weil wir da auch über eGroupware selber relativ viel Text geschrieben haben mit ganz vielen Verlinkungen. Da kann man sich wunderbar mal durchhangeln, um die einzelnen Aspekte von eGroupware sich mal anzuschauen. Das Ganze sieht auf einem UCS selber dann so aus. Ich habe da eine Seite, da kann ich Kriterien selektieren oder Kategorien und kann dort auch nach Sachen suchen. Ich bekomme die hier angeboten, kann draufklicken, kann installieren. Schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen detaillierter an. Wie installiere ich eGroupware auf UCS? Erstmal, ich kann eGroupware auf jeder UCS-Rolle installieren. Das ist eigentlich ziemlich egal. Da eGroupware auch ein Mail-Stack benötigt, wir liefern keinen E-Mail-Server im Standard mit. Macht es vielleicht Sinn, eGroupware tatsächlich auch auf dem Server zu installieren, wo der Mail-Stack draufläuft von UCS, wenn man den mitnutzt. Letztendlich bei einem installierten UCS geht man hin, sucht im App Center die Anwendungen, die man installieren möchte, also in dem Fall zum Beispiel eGroupware, klickt drauf, installiert das ganze Ding und kann sich dann in eGroupware mit den Standard-Admin-Anmeldedaten vom UCS anmelden. Wichtig ist hier, wir übernehmen in eGroupware Benutzer und Gruppen nach eGroupware rüber, aber damit die Benutzer irgendetwas tun können, müssen die auch erstmal Gruppen zugeordnet werden. Das heißt also, die Gruppenzuordnung, weil wir legen in eGroupware Gruppen an mit bestimmten Rechten, Funktionen, Modulen und so weiter. Und damit die Mitarbeiter das können, müssen die dort auch erstmal zugewiesen werden. Der UCS-Admin selber hat erstmal alles zur Verfügung. Aber das ist so der erste Schritt, den er machen muss, die Benutzer zuordnen, damit die in eGroupware überhaupt Rechte auf irgendwas haben. Das Ganze sieht halt so aus, dass ich hier zum Beispiel nach eGroupware suche. Wir sind dann auch in verschiedenen Bereichen verfügbar oder kategorisiert. Ich weiß nicht, ob man es von da hinten gut sehen kann. Wir haben uns eintragen lassen in die Kategorie Bildung, CRM, ERP,
Kollaboration, Groupware, File, Sync and Share, Mail, Messaging, Office, Project Management, Telefonie, weil wir da überall irgendwo Aktien drin haben. Ich habe also jetzt hier selektiert nach eGroupware. Es wird zum Beispiel eben auch Collabora Online angezeigt, weil wir da eine Verbindung zu haben, weil man am besten beides miteinander installiert, wird auch beides angeboten. Dann komme ich auf die nächste Seite, wenn ich das Produkt ausgewählt habe. Da habe ich in der Mitte runter die Beschreibung des Produktes, ein kleines Video eingebunden, eine ganze Menge Screenshots auch, die man sich vorab schon mal anschauen kann. Ja, und dann gibt es da letztendlich den Installationsknopf. Da klicke ich drauf und dann wird das einfach installiert. Wenn das installiert ist, kann ich hier im App Center zu eGroupware selber eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Man kann da konfigurieren. In unserem Fall ist das aber tatsächlich jetzt nur die Anwendung stoppen und den Start automatisch oder nicht automatisch einstellen. Das ist aber auch alles. Also von UCS aus dem App Center konfiguriert man an eGroupware sonst nichts weiter. Das machen wir alles in eGroupware selber. Das Univention-Portal, wenn ich mich angemeldet habe, bietet mir ja einige Anwendungen an. Unter anderem eben, wie man hier unten sieht, als Applikation eGroupware. Das ist der normale Login. Aber es gibt eben dort unter Verwaltung noch ein eGroupware-Setup. Manchmal nutzen dann einfach Leute eGroupware-Setup und wundern sich, dass sie sich nicht anmelden können. Das sind eben zwei verschiedene Dinge. Die Applikation selber ist natürlich für normale User und das Setup muss der UCS-Admin im Regelfall überhaupt nie rein. Es ist nur hier angeboten, weil es mal sein kann. Die Zugangsdaten zu dem Setup, die werden letztendlich bei der Installation generiert und liegen auf dem Host in einer Datei. Das ist das Install-Log. Ich habe hier auch den Pfad mal aufgezeigt. Da gibt es also ein Setup, Username Admin und ein Passwort. Damit kann ich mich dann im Setup anmelden. Ja? Die Anmeldung am normalen Login in eGroupware als Administrator mit dem normalen UCS-Admin-Passwort. Deswegen steht auch hier in dem Screenshot unchanged. Wie gesagt, Setup ist was anderes als das normale Login und die Zugangsdaten gibt es hier extra auf dem Server. Wenn ich eGroupware installiere, installiere ich das auch auf einem UCS mit Docker-Containern. Ich habe dann als Installateur natürlich erstmal überhaupt nichts mit zu tun. Das läuft einfach. Wir installieren bei der Installation drei Docker-Container. Das ist einmal eGroupware, da sind die eGroupware-Sourcen drin und eben das passende PHP dazu. Wir installieren einen Nginx als Webserver und einen Push-Server. Und die drei werden dann eben entsprechend miteinander konfiguriert und über den UCS-Reverse-Proxy nach außen hin wird dann eGroupware bereitgestellt. Aus der Historie heraus ist das so, dass wir seinerzeit angefangen haben, eGroupware auf einem UCS anzubieten, weil Kunden einen Server haben wollten, wo zum Beispiel auch ein Mail-Server direkt mit drauf ist. Oder die wollten das noch irgendwo einbinden oder haben UCS schon gehabt. Deswegen aus der Historie heraus haben wir auch im UCS keine Konfiguration, welche Benutzer oder Benutzergruppen eGroupware nutzen dürfen. Grundsätzlich dürfen alle Benutzer und Gruppen eGroupware nutzen. Bei einigen anderen Anwendungen auf dem UCS ist das so, dass ich auf dem UCS dann wählen kann, welche Anwendungen die zur Verfügung haben. Das haben wir in dem Sinne erstmal nicht, weil in einem Regelfall wir eine 1:1 Installation haben, UCS, eGroupware, und im Regelfall wurde das auch immer so installiert, weil die Leute einfach nur eGroupware nutzen wollten. Wenn ich in eGroupware bestimmte Leute nicht haben möchte, kann ich die da aber durchaus auch aussperren, indem die da schlichtweg gar keine Rechte haben. Ja? Also ich kann die schon fernhalten von der Anwendung, auch wenn es sein muss. Grundsätzlich werden in eGroupware auch erstmal alle Objekte übernommen. Das heißt also auch diverse Gruppen und Benutzer so aus dem Admin-Bereich. Wenn die mich da stören, kann ich die über LDAP-Filter tatsächlich auch ausblenden in eGroupware. eGroupware selber wird in zwei Lizenzformen geboten. Erstmal in der Community Edition, die CE-Version, und in der sogenannten EPL-Lizenz, das ist so eine Professional-Version. Wenn ihr eGroupware installiert auf einem UCS, wird eine Lizenz generiert
Die gilt 30 Tage und dann hat man erstmal die EPL-Lizenz dort lauffähig. Da muss man sich um nichts weiter kümmern. Man kann, wir haben das seit ungefähr einem halben Jahr auch so eingerichtet, mittlerweile eben auch die Community Edition auf dem UCS betreiben. Dafür ist unten rechts ein Button Deinstallation EPL. Da schmeiße ich dann die EPL-Bestandteile raus und betreibe dann eine Community Edition auf einem UCS. Ja. Seit der aktuellen Version, seit ein paar Tagen, bieten wir auf UCS auch Single Sign-On. Das war bisher nicht verfügbar. Wir haben aber jetzt zunehmend eben Anfragen genau deswegen und deswegen haben wir das jetzt auch realisiert. Das ist mit UCS nicht ganz einfach, aber wir haben es hinbekommen. Es gibt auch noch aktuell ein paar Fixes dafür. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben es zum Beispiel in der Schule mittlerweile laufen, dass wir da ein Single Sign-On haben. Dazu auch eine entsprechende Dokumentation, weil das nicht automatisch konfiguriert wird, werden kann in unserem Kontext. Deswegen gibt es da eine Dokumentation. Den Link habe ich hier reingeschrieben. Da muss man also im Nachgang ein klein wenig was tun oder bei uns ein klein wenig Support einkaufen. Dann machen wir das. Ist kein Riesending, man muss es nur machen. Wenn ich E-Groupware betreibe auf einem UCS, dann produziere ich natürlich auch Daten und die möchte ich natürlich auch sichern. Und hier kann man im Grunde das Gleiche machen wie bei einer Eigeninstallation von E-Groupware ohne UCS. E-Groupware macht eine eigene Datensicherung, wenn man die einrichtet. Das heißt, der macht einen SQL-Dump und packt da noch Konfigurationsdaten rein. Und die schreibt er in einem Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis ist auf dem Host. Wir mounten das ja vom Host. Das heißt also, ich werde hier meine Backup-Daten von der Datenbank unter dem gezeigten Pfad unter Backup finden. Die VFS-Daten liegen ähnlich in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lib-e-groupware mit meinem Standard-Backup-Verfahren, den ich auf dem UCS nutze oder extern, wegsichere, dann habe ich die komplette e-groupware weggesichert. Mit Files, mit Datenbankdaten und so weiter. Dazu gibt es auch im Forum nochmal eine kleine Anleitung. Das heißt, wir speichern alle Daten auf dem Host in einem Verzeichnis. Und das kann man sich komplett wegsichern. Da sind auch die Datenbank-Konfigurationsdateien drin, da sind die Admin-Zugangsdaten und so weiter drin. Wir haben bei uns im e-groupware Community Forum eine Kategorie geschaffen für UCS, das heißt UCS-bezogene Fragen, Probleme und so weiter kann man da reinschreiben. Und ich habe auch einen Artikel dort geschrieben, erste Schritte e-groupware auf UCS. Den werde ich sicherlich nach dem Vortrag jetzt nochmal ein Stück weit erweitern. Durch die Erstellung der Folien hier sind mir da noch ein paar Sachen untergekommen, die ich da auch noch reinschreibe, weil es sind einfach Dinge, eine ganze Menge Dinge, die man mal wissen sollte, bevor man da sich reinstürzt. Noch ein Wort zu Docker auf UCS. Klassischerweise bietet ein UCS zwei Formen von Installation. Das sind einmal native Pakete oder eben containerisierte Anwendungen auf Docker-Basis. Wir haben früher vor Jahren tatsächlich auch native Pakete angeboten auf dem UCS. Aber ich sag mal, die Probleme, die immer bestehen und teilweise heute noch bestehen, sind, wenn ich native Pakete habe, muss ich mich meistens auch zum Beispiel auf das PHP einlassen von dem Server, wo es drauf läuft. Und wenn ich noch eine weitere Anwendung habe und die mögen nicht beide absolut die gleiche PHP-Version, das sind ja so klassische Probleme und die sind wir zumindest mal seit dreieinhalb Jahren los, seit wir auf Docker-Basis arbeiten. Sowohl auf UCS als auch in der normalen Installation. Und der Container, den wir auf dem UCS ausliefern zum Beispiel, ist der gleiche Container, den wir über unsere Installationen ausliefern. Auf den klassischen On-Premise-Installationen genauso wie im Rechenzentrum. Vorteile sind ganz klar ein schnelleres Ausrollen. Das heißt also, lange Tests bei Univention sind nicht notwendig. Wenn unser Chefentwickler sagt, an der Schnittstelle hat sich nichts getan, dann kann man den Container rausschaffen. Ja. Die Abhängigkeiten sind einfach nicht mehr da, keine PHP-Abhängigkeiten, da habe ich nichts mehr mit am Hut. Und ganz wichtig, warum wir das grundsätzlich gemacht haben seit Jahren ist, wir sind auch nur ein kleines Team, eine kleine Firma und wir können es uns einfach nicht mehr erlauben, nicht leisten, nicht stemmen,
für verschiedene PHP-Versionen noch zu entwickeln, für verschiedene Webserver, für verschiedene Datenbanken. Deswegen haben wir auch die Standardinstallation auf Docker-Basis und seitdem haben wir fast keine PHP-Probleme mehr. Wir entwickeln optimal für eine bestimmte Datenbank und so weiter. Und das Gleiche gilt eben tatsächlich auch für den UCS. Und wer die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen verfolgt hat, bestimmte Anwendungen auf dem UCS zum Beispiel, die sich sehr schwer getan haben, auf dem UCS 5 irgendwann mal veröffentlicht zu werden. Ich sag mal, wir haben es ein bisschen einfacher. Wir waren beim UCS 5 seit dem ersten Tag verfügbar, weil vorher containerisiert und da war auch praktisch kein Problem zu lösen. Ja. Ich habe grundsätzlich auch nochmal einen Vortrag gehalten über Docker für eGroupware, warum wir das Ganze machen und das wirklich nochmal ganz ausführlich erklärt, weil ich weiß auch, dass manche so ein bisschen Beklemmungen haben, wenn sie hören, ich installiere Docker oder habe da irgendwas mit Docker zu tun. Erstens, bei eGroupware auf dem UCS oder auch auf einer nativen Installation, auf einer eigenen Installation, habe ich mit Docker eigentlich gar nicht viel zu tun. Also da gibt es so ein paar Befehle, ein paar Sachen, die man guckt, aber es läuft einfach. Punkt. Ja. Aber um das nochmal besser zu erklären und den Leuten auch so ein bisschen das Vertrauen zu geben, gibt es eben diesen Vortrag. Wichtig ist jetzt, wenn wir eGroupware auf einem UCS installieren, das wird installiert, aber eben auch auf dem UCS konfiguriert. Und da insbesondere ist natürlich wichtig, die Schnittstellen, die wir verwenden, zur Authentifizierung, zur Benutzerverwaltung und so weiter. Da ist grundsätzlich eben zu nennen einmal LDAP für die Authentifizierung und die REST-API. Da legen wir Benutzer an, verändern die, löschen die oder auch Gruppen. Da gibt es eine Dokumentation von Univention über die REST-API. Es gibt auch im Blog von Univention ein Artikel, der ist schon ein bisschen älter, und zwar praktische Anwendung der REST-API am Beispiel von eGroupware, weil wir mit eGroupware die Ersten waren, die diese REST-API genutzt haben. Und das sind wir auch heute noch froh drum, weil diese REST-API uns die Sache auch bei Updates deutlich einfacher macht, weil solange sich an der REST-API nichts tut und bei uns nichts tut, brauchen wir da auch nicht mehr viel testen. Die REST-API wurde von Univention irgendwann mal entwickelt, die gibt es ja auch noch nicht ewig, um schlichtweg den Anwendungen tatsächlich eine API zu bieten, eine universelle, wo man dann auf die UDM, also sprich auf den Directory Manager, drauf zugreifen kann von der Anwendung und auf dem UCS Objekte verändern kann. Im Fall von eGroupware gehen wir hin, wir legen Benutzer an von eGroupware aus. Oder besser gesagt, ich kann auf dem UCS Benutzer und Gruppen anlegen, genauso wie auf eGroupware. Ich kann letztendlich, wenn ich nur eGroupware verwende, tatsächlich auch nur von eGroupware Benutzer anlegen, Gruppen anlegen und so weiter. Ich müsste in dem Fall nicht mal auf dem UCS diese Tätigkeiten durchführen. Also wir legen Benutzer an von eGroupware aus, wir verändern die, wir löschen Benutzer, Gruppen und Gruppenzugehörigkeiten. Das heißt also, die tägliche Verwaltungsarbeit kann ich tatsächlich über eGroupware selber auch vornehmen. Genauso, wenn ich einen Benutzer anlege in eGroupware, wird auf dem darunter liegenden UCS natürlich auch direkt ein Postfach angelegt, was auch automatisiert dann konfiguriert wird. Hat aber auch zur Folge, dass ich natürlich über die REST-API bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Also hier jetzt mal so eine kleine Meldung aus unserer eGroupware. Wenn ich zum Beispiel in dem Mail-Stack eine bestimmte Domain konfiguriert habe, ich lege da jetzt aber einen Benutzer an und trage eine E-Mail-Adresse ein, wo das eine andere Domain ist, sagt die Schnittstelle natürlich, hör mal, die Domain kenne ich nicht. Ja? Man kann natürlich frei auf einer eGroupware Mail-Konten anlegen mit beliebigen Mail-Adressen. Sobald ich aber versuche, auf dem Mail-Server natürlich meinen Benutzer anlegen, dann will der auch genau die Domain zum Beispiel haben. Ja? Das heißt also, von eGroupware aus meldet sich auch schon mal die REST-API und sagt, ist nicht. Ja, da gibt es dann eben auch Abhängigkeiten. Ja, ansonsten, ich habe jetzt hier vom UCS5, das sieht man an diesem dunklen Hintergrund, mal den Benutzer. Ich habe mich mal angelegt mit so einem Foto da drin und unten so seitlich, wie das in eGroupware aussieht, da habe ich dann eben auch die Organisation, den Namen, das Foto, soweit alles drin. Das kann ich also egal hier oder dort
einstellen, anlegen, verändern. Wenn ich eGroupware installiert habe, nutze ich letztendlich hinten raus zwei Schnittstellen, die automatisiert konfiguriert werden. Also die Authentifizierung und die Benutzerkonten, die mache ich über die Univention-Schnittstelle. Das sieht man oben am ersten Eintrag Univention. Wir können da natürlich auch alles andere mögliche, wir können Shibboleth, wir können AD, eine ganze Menge Authentifizierungsmöglichkeiten. Aber das stellen wir bei der Installation natürlich automatisch auf Univention ein. Da wird dann also REST API verwendet. Die LDAP-Daten unten werden dann auch automatisch konfiguriert. Installiere ich also eGroupware auf einem UCS, muss ich mich eigentlich um nichts weiter kümmern, als die Benutzer in die Benutzergruppen zu schaffen, die in eGroupware irgendwas dürfen. Der Rest ist dann wirklich fertig. Ja, was für ein Benefit habe ich davon, wenn ich eGroupware auf einem UCS betreibe? Ich kann den UCS Mail Stack verwenden. Das heißt also, ich habe einen Mail-Server zur Verfügung, der sich auch gut in eGroupware integriert, der sich in UCS integriert, der zum Beispiel auch ein Push-Modul mitliefert. Es ist ein Dovecot mit einem Push-Modul. Dieses Push-Modul zum Beispiel sorgt dafür, dass wenn Mails auf dem Mail-Server ankommen, zum Beispiel im Posteingang, dass automatisch in eGroupware im Posteingang die sofort aufpoppt. Manch Webanwendung hat natürlich so, dass er alle paar Minuten nachguckt, ob eine neue Mail da ist. Wir pushen das sofort ins Frontend. Insbesondere wenn man natürlich ein UCS bereits einsetzt und dort schon seine Benutzer und Gruppen und so weiter drauf hat, ist es natürlich sehr dienlich, wenn man eGroupware dann tatsächlich auch in dieser Umgebung installiert. Wie gesagt, Single Sign-On bieten wir mittlerweile auch an. Das heißt, gerade so in Schulumgebungen braucht sich da keiner jetzt neu anmelden. Ich kann die UCS File Services, also die Home-Verzeichnisse, die Gruppenverzeichnisse und so weiter auch natürlich nach eGroupware hochmounten. Das heißt also, als eGroupware-Benutzer habe ich dort auch mein Home-Verzeichnis von den File-Services, genauso wie Gruppenverzeichnisse. Von der letzten FOSCON gibt es noch einen Vortrag von mir über File-Server online mit eGroupware. Da wird das noch ein bisschen deutlicher ausgeführt, was man da in eGroupware selber machen kann. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe meine File-Services vom UCS, habe meine Arbeitsplätze irgendwo zum Beispiel, wo ich als Windows-User unterwegs bin. Ich kann aber dann auch im Homeoffice tatsächlich auf die Files zugreifen über eGroupware und kann da drin arbeiten. Wie gesagt, wir haben ja auch ein Online-Office, wir haben Collabora Online eingebunden, wir haben File-Sharing eingebunden. Da ist es eigentlich dann egal, wo ich arbeite. Die File-Services oder den Dateimanager von eGroupware kann ich auf der anderen Seite natürlich aber auch per WebDAV einbinden auf meinem PC, in einem Mobilgerät oder sonst was. Das nutze ich sehr gerne, um, ich sag mal, Sachen nicht nur in Collabora Online, in einem Webbrowser zum Beispiel Dokumente zu bearbeiten. Manchmal muss ich tatsächlich auch an das Dokument selber mit einem Desktop-Office dran. Dann rufe ich das per WebDAV als Laufwerk auf und öffne das von dort aus und bearbeite das. Wie gesagt, habe ich den UCS Mail Stack in Verwendung auf dem UCS, wo eGroupware installiert ist, kann ich eben die Postfächer automatisiert anlegen. Lege ich einen Benutzer an, ist das Postfach natürlich auch da. Dazu gehört auf der eGroupware-Seite, dass ich üblicherweise ein E-Mail-Konto anlege, was für eine ganze Benutzergruppe gilt. Ich brauche also im einfachsten Fall, zum Beispiel in einer kleinen Organisation, die eine Mail-Domain hat, einen Mail-Server, brauche ich nur ein einziges Mail-Konto anlegen. Das ist nicht personifiziert, sondern das gilt einfach für eine ganze Benutzergruppe. Ruft ein Benutzer E-Mail auf, hat er das E-Mail-Konto da drin mit seinen persönlichen Daten. Genauso mache ich das mit der Signatur. Das wird dann gefüllt mit den persönlichen Daten. Ich brauche also auf der eGroupware-Seite im Grunde erstmal nur ein einziges E-Mail-Postfach einrichten, das dann für alle gilt, verfügbar ist.
Auf einem UCS gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Collabora Online bzw. Code zu installieren und zu verwenden. Das lässt sich dann in eGroupware natürlich auch einfach verwenden, weil in eGroupware ich wirklich nur die Serveradresse von dem Collabora Online eintragen muss und dann kann ich das dort mitnutzen. Es gibt natürlich noch in dem eGroupware-Bereich wichtige Sachen wie zum Beispiel Guacamole und Rocket Chat. Ob man die dann vom UCS nutzen kann oder besser separat installiert, muss man dann schauen. Also Guacamole zum Beispiel bieten wir ja auch an zum Nachinstallieren innerhalb von eGroupware selber, was so auf dem UCS dann nicht funktioniert. Wir bieten allerdings auch eine aktuelle Guacamole-Version an. Und wie schon erwähnt, der Mail-Server auf dem UCS, der hat einen DAF-Code mit Push. Das ist, wie gesagt, erwähnt, dass Mails sofort ins Frontend gepusht werden. Alternativen möchte ich auch erwähnen, weil wir natürlich eGroupware auch anderweitig zum Installieren anbieten. Und wie gesagt, machen wir das normalerweise auch auf Docker-Basis. Das heißt, eine Standardinstallation installiert Docker und konfiguriert alles. Es gibt die eGroupware-Sourcen tatsächlich auch als gepacktes Archiv zum Auspacken auf dem Webserver. Ist natürlich nicht empfohlen von uns, zumal da auch mittlerweile dann Bestandteile wie der Push-Server und einige andere Sachen fehlen. Und dann kann ich mich wieder mit dem passenden PHP rumschlagen und Datenbankanbindungen und so weiter. Ich sag mal, wir empfehlen es nicht. Wenn einer unbedingt bei einem Provider das laufen lassen möchte und ich sag mal, möglichst günstig wegkommen möchte, ich sag mal, mehr als 5 Euro zahle ich für einen V-Server nicht. Ja, also das muss dann einfach mal drin sein im Monat, 5 Euro für einen V-Server und da kann ich eine eGroupware Standardinstallation machen. Grundsätzlich haben wir eine Einzahlerinstallation. Wenn ich ein Debian installieren kann, auf dem Debian ein Repo zum Beispiel einrichten kann, sprich das Repo dort einfach in die Source-Datei eintragen kann, dann brauche ich hinterher nur noch ein apt-install eGroupware-docker und dann läuft das alles. Das gleiche analog zu RPM-basierten Distributionen natürlich. Das Ganze installiert das passende Docker, lädt die Container runter, richtet das Ganze ein mit Docker Compose, das Netzwerk etc., installiert einen Reverse-Proxy, einen Nginx in dem Fall auch, konfiguriert den und dann ist eGroupware lauffähig. Mehr muss ich erstmal nicht machen. SSL natürlich versorgen, den Reverse-Proxy, damit ich per HTTPS drauf komme, aber das ist es dann auch. Es gibt also ich sag mal, die Anleitung, eGroupware zu installieren, das sind ein paar Zeilen. Viel mehr gibt es da nicht zu tun. Und ich habe dann wieder eine Docker-Installation. Wir installieren auch einen Watchtower-Container mit. Das ist ein Container, der guckt täglich nachts irgendwann nach, habe ich neue Docker-Container für dieses, jenes und welches. Und wenn es neue gibt, dann lädt er die runter und installiert die. Das ist die Standardinstallation. Das heißt also, die meisten eGroupware-Installationen draußen, die aktualisieren sich selber. Und wir haben jetzt, seit wir das so machen, aktuelle Versionen draußen und deutlich weniger Probleme. Die Leute haben immer ein aktuelles und vor allen Dingen sicheres PHP. Gibt es Sicherheitsfixes, werden wir die praktisch sofort einspielen. Das gleiche gilt für den Webserver, für die Datenbank. Wir stellen diese Sachen bereit, da muss sich im Grunde keiner mehr drum kümmern. Grundsätzlich kann ich natürlich auch eGroupware separat auf einer Installation betreiben, um dann zum Beispiel Guacamole etc. besser zu integrieren zu können. Und ich kann dann an einen UCS mich anbinden per LDAP oder AD zum Beispiel. Ja? Auch das haben Kunden so tatsächlich im Betrieb. Das bringt nicht so viele Nachteile. Man kann es so machen, es kann Gründe dafür geben oder man installiert das aus dem App Center. Es funktioniert beides gut. Die Einbindung der File-Services läuft dann genauso. Ich kann in eGroupware auch von jedwedem anderen System natürlich die Files einbinden. Ob das jetzt von irgendeinem NAS ist, von einem anderen Server, wie auch immer. Wie gesagt, ein aktuelles Guacamole können wir mitliefern. Ein Collabora Online-Code installiert man auf einer
E-Groupware-Installation selber auch wieder als Einzeiler. Wir sind ja auch Partner von Colabora, stellen einen eigenen Container zur Verfügung, das ist bei Partnern so. Und wenn eine neue Version kommt, werde ich die ein, zwei Tage testen und dann geben wir die frei und am nächsten Morgen steht das auf den Installationen zur Verfügung. RocketChat genau das gleiche. Wer RocketChat so ein bisschen kennt und wie die sich entwickeln oder wie viele Versionen rauskommen oder wie oft da Security Fixes sind, da kann jeder froh sein, wenn er sich nicht drum kümmern muss. Da schlagen wir uns mit rum. Ist auch nicht immer ganz lustig mit denen, aber wir liefern dann passenden RocketChat-Container aus. Jetzt vor ein paar Tagen gab es wieder ein Security-Update. Wir haben uns das angeschaut, einmal getestet und haben dann nachts den Container ausgerollt. Das heißt, am nächsten Morgen haben die Anwender da einen aktuellen, sicheren RocketChat zum Laufen. Das Thema Mail ist natürlich dann auch wieder Thema. Wo kriege ich mein Mail her? Wir können natürlich auf UCS-Mail-Server auch in dieser Konstellation zugreifen. Natürlich, wir bieten mittlerweile aber für E-Groupware Standalone-Installationen auch einen eigenen Mail-Stack an. Auch wieder eine einfache Geschichte. Ist E-Groupware installiert, gehe ich hinterher hin, apt-install E-Groupware Mail, wird Dovecot installiert, konfiguriert und steht sofort zur Verfügung. Ich habe hier in den Folien noch einige Infos zusammengetragen, auch zum später mal durchklicken. Wie komme ich an eine Live-Demo ran? Wir stellen also im Rechenzentrum auch Instanzen bereit für 30 Tage. Wenn jemand länger testen muss, auch gerne länger. Das heißt, wer die ganze Installation und so weiter mal noch nicht machen möchte, kann das bei uns im Rechenzentrum gerade mal testen. Auf UCS-Basis stellen wir das auch als Appliance aus dem UCS App Center bzw. im Download-Bereich kann man das als Appliance runterladen. Ich würde es aber eigentlich eher zu Fuß installieren. Wie gesagt, Eigeninstallation, da haben wir auf GitHub ein Wiki, da ist nicht viel zu dokumentieren. Man kann sowas natürlich auch auf einem NAS, machen auch viele auf einem NAS installieren. Manch einer betreibt dort unsere Docker-Container, die man ja auch einzeln verwenden kann durchaus in seiner Docker-Umgebung. Wir empfehlen trotzdem, auf einem geeigneten NAS eine VM zu nehmen und dann eine klassische, einfache Debian-Installation mit einer E-Groupware-Installation drauf. Weil mit Docker und Docker Compose auf einem NAS, da muss man dann schon so ein bisschen wissen, was man tut. Und für uns ist das dann auch ganz, ganz schwierig, immer sowas zu supporten im Forum, weil wir diese ganzen Umgebungen überhaupt nicht kennen. Wir betreiben selber solche Systeme nicht und die Konstellation, wie das da aussieht, die ist teilweise so unterschiedlich. Das fällt uns dann auch im Community-Bereich, wo wir gerne supporten, aber dann schwer, wirklich den Leuten richtig zu helfen. Deswegen empfehlen wir, wenn du ein NAS hast, wo du KVM-Virtualisierung machen kannst, mach das besser. Das hat eine klein wenig höhere Last auf dem NAS, aber ganz ehrlich, E-Groupware selber frisst ja kein Brot. Das dümpelt so vor sich hin, besser eine VM. Das gilt natürlich grundsätzlich, ja. Sowas virtualisiere ich und installiere das möglichst nicht auf Blech. Versteht sich von selber. Wir haben ein Community-Forum. Wir als E-Groupware GmbH supporten also auch Community-Benutzer, bekommen halt natürlich entsprechend auch Feedback, auch gerne mal einen Bug oder eine Idee, einen Verbesserungsvorschlag, aber wir supporten dort auch von uns aus. Ich habe ja noch so diverse Sachen aufgelistet, unter anderem auch Flyer. Ich habe hier vorne mal noch so ein paar Flyer-Pakete hingelegt, wer da Interesse hat. Ja, diverse Vorträge über E-Groupware selber, auch von den TUX-Tagen 2020 mal E-Groupware, aber aus Anwendersicht. Das heißt, der Benutzer, wie sieht der E-Groupware, was kann der da machen, wo finde ich was? Und auch als zweiten Vortrag von den TUX-Tagen 2020 E-Groupware, aus Admin-Sicht, da habe ich mal so ein bisschen so das rechte Konzept, wo finde ich was an Einstellungen und so weiter, beschrieben. Weil E-Groupware ist halt schon grundsätzlich mal, ich sag mal, ein Funktions- und Konfigurationsmonster. So ein paar grundlegende Konzepte sollte man verstehen, damit man die Sachen auch findet. Und deswegen sollte man sich diese Videos anschauen. Das kann ich dann wirklich nur empfehlen.
Wir haben, wie gesagt, Jitsi und zum Beispiel Guacamole integriert. Da habe ich auch auf den Kieler Linux-Tagen mal einen Vortrag gehalten, überhaupt, wie man Anwendungen in eGroupware integriert. Weil ich sag mal, sowas wie Jitsi, Guacamole, Rocket Chat, wir entwickeln ja keinen Chat selber, sondern wir integrieren Anwendungen. Diverse andere Vorträge. Es gibt auch eine Liste im Forum mit den ganzen Vorträgen. Da landet auch dieses hier drin. Ja, im Grunde war es das für den Moment schon von meiner Seite. Sind hier oder im Chat Fragen? Nein? Okay. Habt ihr was? Ja, bitte. Zwei Fragen, Thema Authentifizierung. Wie sieht es aus mit so externer Authentifizierung, OpenID? Also, eGroupware selber kann extern gegen OpenID im Moment nicht authentifizieren. Das haben wir auf der Liste. Wir haben aber vor 3, 3,5 Jahren, weil wir Rocket Chat integrieren wollten im Sinne von, die Kunden hätten es gerne gehabt, ja, haben wir ein OpenID eingebaut bei uns. Rocket Chat wird auf dem eGroupware Server installiert und authentifiziert gegen eGroupware OpenID. Das heißt, ich habe innerhalb von eGroupware ein Single Sign-On. Ja. Genauso Guacamole macht das bei uns genauso. Ich habe das integriert im Sinne von, es ist erstmal in die Masken integriert als Iframe. Und wenn ich das Modul aufrufe, bin ich direkt drin ohne Login, weil gegen OpenID authentifiziert wird bei uns. Ja. Dass wir eGroupware gegen OpenID authentifizieren, steht auf der Liste. Bisher machen wir halt LDAP, Mail, Shibboleth, SAML und noch ein paar andere. Aber gerade das im Moment nicht. Aber wie gesagt, das wird kommen. Ich frage das deswegen, weil in Wolfsburg haben wir gerade eine App für Bürger eingerichtet, die den KeyCloak benutzt als Authentifizierung. Das wäre natürlich irgendwie total schick, wenn man den dann halt für weitere Dienste nutzen könnte. Falls jemand KeyCloak noch nicht kennt, großartiges Open Source Tool, absolut. Ja, KeyCloak ist Den natürlich bei Authentifizierer, ja. Univention auch natürlich ein größeres Thema. Und Zweite Frage, das ist viel über Docker erzählt. Wie schaut es mit Kubernetes aus? Kann man das auch irgendwie per Helmchart oder so installieren? Ist in Planung. Wir nutzen im Rechenzentrum selber unsere Docker-Container so in der Form nicht. Da läuft das tatsächlich auch ein bisschen anders. Absolut machbar. Will ein Kunde das haben, machen wir das. Ja, schaue ich, glaube ich, mal rein, dann bin ich Wir können uns auch draußen. gleich am Stand eben noch Ja, mal genau. kurz unterhalten und ja. Können wir gerne mal K3S zeigen. Ja, also ich sag mal, wir können das, wenn wir es müssen. Ja. Bitte. Du hast gesagt, es kann, also ja, spielt immer mal wieder Aktualisierung ein. Wenn ich das jetzt selber installiere mit Install Docker oder wie das hieß, oder eGroupware Docker Install, wie funktioniert da die Aktualisierung der Software? Also die Aktualisierung auf einer eGroupware-Standardinstallation funktioniert dermaßen: Wir installieren auch einen Container Watchtower mit. Watchtower wird von vielen, vielen, vielen Projekten verwendet, um genau diesen Dienst zu erreichen. Das ist ein Docker-Container, der läuft, der guckt in der Konfiguration nach, welche Docker-Container habe ich auf meiner Installation hier. Guckt dann bei der Quelle nach auf Docker Hub oder auf, wir sind bei Red Hat in der Registry zum Beispiel, bieten dort Container an. Gibt es einen neuen Container? Und wenn ja, dann lädt er den runter und installiert den. Also Watchtower guckt nach, installiert, startet neu und das im Regelfall nachts. Ich glaube, auf 4 Uhr oder so haben wir das eingestellt. Kann man natürlich abstellen alles, wir liefern es aber mit der Automatik eingeschaltet aus. Ja. So, und bei Univention selber durchläuft das, wie gesagt, einen kleinen Prozess, das Update. Und Univention UCS selber teilt dann ja mit, ich habe hier ein Update dafür. Da muss man es manuell anstoßen, ganz klar. Das machen wir auf dem UCS natürlich nicht automatisch. Ja. Jo, wenn keine weiteren Fragen sind aus dem Chat. Dann würde ich sagen, können wir das schließen.
Vielen Dank.